wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Das ist die vereinbarte Debatte. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Lehren für die Zukunft des Bevölkerungsschutzes. Ich bitte Sie, die Plätze entsprechend einzunehmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vorgesehen. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 150 Liter pro Quadratmeter. So viel Regen fiel an manchen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an einem einzigen Tag. Aus dem extremen Starkregen wurde unvorstellbare Sturzfluten und massive Überschwemmungen. Die Fluten rissen alles mit sich: Häuser, Brücken, Straßen, Schulen, Rathäuser, Kirchen und auch Menschen. Fast ein Jahr ist es her, dass wir eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. 183 Menschen verloren ihr Leben. Mehr als 800 Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt. Und meine Damen und Herren, ich denke, es ist angemessen in dieser Debatte an die Opfer zu gedenken und vor allen Dingen an die Angehörigen der Opfer. Wenn ich hier und heute darüber berichte, habe ich immer noch die Bilder der Zerstörung vor Augen und es macht mich immer noch fassungslos und sehr betroffen. Aus dem ganzen Land kamen Freiwillige in die überfluteten Regionen. Mein großer, tief empfundener Dank gilt all jenen, die bis zur Erschöpfung dort geholfen haben, sehr selbstlos die Menschen unterstützt haben. Und unser gemeinsamer Dank gilt natürlich den Einsatzkräften, der Feuerwehr, der Polizei, der Bundeswehr, dem Technischen Hilfswerk, der Hilfsorganisationen wie DLRG, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, und auch den vielen Freiwilligen, den Menschen, den Nachbarn, den Freunden, den Familien. Lassen Sie mich an dieser Stelle im Namen der Bundesregierung all diesen Helferinnen und Helfern noch mal ausdrücklich für Ihren Einsatz danken, meine Damen und Herren. Und trotz der unglaublichen Verwüstung und der großen Verzweiflung haben die Menschen vor Ort nie aufgegeben. In dem einen Jahr seit der Flutkatastrophe wurde schon vieles wieder aufgebaut. Und von dieser eindrucksvollen Leistung konnte ich mich selbst Ende März gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor Ort in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen selbst einen Eindruck gewinnen. Das war wirklich beachtlich, was dort geleistet wird. Auch dafür meinen herzlichen Dank an die Menschen vor Ort. Was sie dort geleistet haben in dem einen Jahr, ist wirklich mehr als bemerkenswert, meine Damen und Herren. Und die Bundesregierung hat für diesen Wiederaufbau zusammen mit den Bundesländern die Aufbauhilfe 2021 mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro unterstützt. Das ist wirklich beachtlich. Allein die Bundesregierung hat 16 Milliarden dafür zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das war gut und richtig, um den Menschen vor Ort zu helfen. Meine Damen und Herren, wenn eine Katastrophe diesen Ausmaßes geschieht, dann wird zu Recht die Frage gestellt, wie konnte es dazu kommen? Und was können wir tun, um es künftig besser zu machen? Deshalb hat die Bundesregierung intensiv an der Aufarbeitung für Ursachen der Hochwasserkatastrophe mitgewirkt und dazu auch im April einen Bericht vorgelegt. Für die Sicherheit aller Menschen in Deutschland ist es nun mal zentral, dass wir aus der Analyse die richtigen Konsequenzen jetzt auch ziehen. Und ich möchte zwei Punkte dabei insbesondere hervorheben. Wir haben uns viel zu lange in Sicherheit gewogen. Durch den Klimawandel werden wir in Zukunft aber immer wieder solche stärkeren Naturkatastrophen auch in Deutschland erleben.
Wir hatten gerade wieder einen schlimmen Waldbrand in Brandenburg, die furchtbare Flutkatastrophe aus dem letzten Jahr, und auch die Dichte dieser Großschadensereignisse nehmen leider zu. Das Zweite ist, dass wir uns deshalb auch viel besser gegen die Folgen des Klimawandels und andere Krisen wappnen müssen. Wir brauchen auf allen Ebenen mehr Bewusstsein für die Risiken und Gefahren, meine Damen und Herren. Leider ist es aber so, das muss ich auch ganz deutlich sagen, dass es beim Bevölkerungsschutz in der Vergangenheit große Versäumnisse gegeben hat. Das haben wir in den Folgen der Flutkatastrophe gesehen. Wir haben es während der Pandemie-Situation gesehen, mangelnde Bevorratung. Und wir sehen es natürlich in besonderer Art und Weise seit Beginn des furchtbaren Angriffskriegs Putin in der Ukraine. Für mich ist klar, wir brauchen einen Neustart im Bevölkerungsschutz, denn ein gut ausgestatteter und leistungsfähiger Bevölkerungsschutz ist entscheidend für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, meine Damen und Herren. Und bei diesem Neustart muss der effiziente Schutz der Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht, das betone ich auch noch mal an der Stelle, Zuständigkeitsdebatten. Das hilft niemandem weiter, wenn die Länder, wie gestern hier geschehen, auf den Bund zeigen, wenn der Bund jetzt wiederum auf die Länder zeigt. Das hilft niemandem. Die Menschen, die Bevölkerung will das nicht wissen und auch nicht hören. Ich sage das auch in aller Deutlichkeit. Dafür ist das Thema zu ernst, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt viele weitere Schritte, und ich hoffe auch gemeinsam, da appelliere ich noch mal an alle demokratischen Parteien dieses Hauses, Fraktionen dieses Hauses, um den Bevölkerungsschutz neu aufzustellen. Wir müssen intensiv investieren, und ich bin sehr froh und dem Finanzminister sehr dankbar, dass wir in den Jahren 2022 und 2023 über 250 neue Stellen in dem Bereich schaffen können, und das trotz einer sehr restriktiven Haushaltspolitik. Wir schaffen eine verlässliche und flächendeckende Warninfrastruktur, und wir unterstützen das Sirenennetz in Deutschland zum Wiederaufbau. Wir sorgen für moderne Warnsysteme, mit jeder präzise Warnung nach Hause bekommt, weil das ist so wichtig in diesen Großschadensereignissen. Und wir brauchen ein modulares System. Die Zivilschutzreserve des Bundes ist die richtige Antwort auf vielfältige Krisen. Das so bürokratisch mit Labor 5000 umschriebene Hilfesystem aus Containern, aus Zelten, aus Abwasser-Wassersystemen, aus einer mobilen Hausarztpraxis, das ist aber die richtige Antwort auf vielfältige Krisen. Und deswegen müssen wir dort weiter investieren. Und ich bin dem Haushaltsgesetzgeber sehr dankbar, dass wir dafür auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um weitere dieser Module auch anzuschaffen. Ich glaube, das ist die richtige Vorbereitung auf vielfältige Krisen in unserem Land, meine Damen und Herren. Wir können, glaube ich, sagen, ein Jahr nach der Krise, wir haben daraus gelernt. Wir müssen aber noch sehr viel tun, um einen effektiven Bevölkerungsschutz zu haben und auch über die Frage des Bevölkerungsschutzes mit den Bürgerinnen und Bürgern anders und offener zu kommunizieren. Auch das werden wir ändern, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für das Einrichten dieser Aktuellen Stunde zu so einem wichtigen Thema. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die CDU-CSU hat das Wort Detlef Seif. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Innenministerin hat, meine ich, die richtigen Worte gefunden, was die Helfer angeht. Aber meiner Fraktion ist es wichtig, dass wir es auch noch mal betonen. In der Bewältigung der Flutkatastrophe haben ganz, ganz viele ehrenamtliche, aber auch hauptberufliche Helfer mitgearbeitet. Und die haben Unmenschliches geleistet. Die sind über ihre Belastungsgrenze hinausgegangen. Und Sie haben das auch aufgezählt. Darunter zählen die Angehörigen der Feuerwehren, des THW, der Polizei, der Bundeswehr und natürlich auch aller Hilfsorganisationen. Und ich fand das auch sehr eindrucksvoll, als Abgeordneter des am zweitstärksten betroffenen Wahlkreises, wie intensiv die Solidarität war. Spontanhelfer aus nah und fern, Landwirte, Unternehmer, die mussten gar nicht lange darüber nachdenken. Die haben ihr schweres Gerät bewegt und sind sofort in den Einsatz gegangen. Und das, meine Damen und Herren,
Das sind die wahren Helfer dieser Katastrophe und denen können wir zutiefst zu Dank verpflichtet sein. Auf der anderen Seite, und das hat die Innenministerin ja auch schon angedeutet, diese Flutkatastrophe wirkt quasi wie ein Brennglas und macht deutlich, wo wir dringend verbessern müssen. Beispiel Risikoerkennung. Der Deutsche Wetterdienst, das BBK, hatten Daten geliefert, aber es fehlen Strukturen, es fehlte der Prozess, um diese auch schnellstmöglich weiterzuleiten und vor allen Dingen für die örtliche Ebene zu interpretieren. Im Zuge der Flutkatastrophe gab es auch erhebliche Schwierigkeiten, die Bevölkerung zu warnen und die angemessenen Verhaltenshinweise zu geben. Ein Radiosender, man muss sich das vorstellen, der hat eine dringende Warnmeldung einfach liegen lassen und hat stattdessen ein aufgezeichnetes Musikband weiterspielen lassen. Das geht überhaupt nicht. Es muss sichergestellt werden, dass die Bevölkerung frühzeitig und flächendeckend gewarnt wird. Das sollte auch fester Bestandteil der Katastrophenschutzplanung der Kreise werden. Der Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur seit März 2021 und das Cell Broadcasting, also Warnhinweise unmittelbar auf das Mobilfunkgerät, sind hier genau die richtigen Ansätze. Und es muss auch sichergestellt werden, dass die Bevölkerung die Hinweise überhaupt versteht. Die Warnung reicht nicht. Ich muss auch wissen, wie habe ich mich zu verhalten. Es gab Bürger, die das Wasser haben fließen sehen und noch in den Keller gegangen sind, um die Steckdosen zu ziehen, um Gegenstände zu holen. Und die sind tragischerweise bei dem Ganzen ums Leben gekommen. Ein großes Problem war auch die Anforderung, Disposition der Einsatzkräfte. Wir hatten diesen großen Bereitstellungsraum, 5000 Helfer kamen zusammen im Bereich des Nürburgrings. Es fehlten aber die Strukturen, um zu erkennen, da stehen spezialisierte Kräfte. Stattdessen hat man bundesweit nochmals spezialisierte Kräfte angefordert und die vor Ort blieben zunächst mal ohne Einsatz. Die durch Ausfall der Netze, Strom, Mobilfunk, aber auch für die Gefahrenabwehr, BOS, teilweise ausgefallenen Funknetze, entstandenen Kommunikationslücken wurden leider nicht immer zügigst geschlossen. Die Situation vor Ort konnte deshalb auch nicht erkundet werden, es konnte kein Lagebild ermittelt werden, sodass auch die Einsatzkräfte nicht schnellstmöglich vor Ort eingesetzt werden konnten. Spontanhelfer mit schwerstem Gerät sind teilweise vor Ort aufgetaucht, wurden aber weggeschickt, weil man für sie keine Verwendung hatte. Meine Damen und Herren, da müssen wir dringend nachbessern. Es müssen Strukturen geschaffen werden zur Koordinierung und Einbindung von Spontanhelfern vor Ort. Und besonders wichtig für ein funktionierendes Krisenmanagement sind Krisenstäbe. Die müssen ihre Arbeit aus dem FF beherrschen. Nur hierdurch lässt sich die Chaosphase möglichst klein halten und dann auch die Krise langfristig in den Griff bekommen. Die verantwortlichen Krisenmanager, die Landräte und Bürgermeister müssen dafür bestmöglich ausgebildet sein. Und sie sollten im eigenen Interesse die Lehrgänge und Kurse, die das BBK anbietet, dringend nutzen. Und ich kann nur empfehlen, und ich glaube, wir ziehen da alle an einem Strang, das BBK auch im Bereich der Akademien viel besser auszurüsten und das deutlich auszuweiten. Es ist auch so, dass Krise und Krisenmanagement die Abläufe und Kommunikationswege natürlich intensiviert werden müssen, wenn nötig, durch schärfere rechtliche Verpflichtungen. Es ist hier zu begrüßen, dass der neue NRW-Koalitionsvertrag vorsieht, für Krisenstäbe und operative Einheiten auf kommunaler und Landesebene Katastrophenschutzübungen durchzuführen. Ein fortlaufendes Lagebild ist für das Krisenmanagement wichtig, auch in Fällen, in denen eine Katastrophe über mehrere Kreise geht, über mehrere Bundesländer, muss schnellstmöglich ein Gesamtlagebild vorliegen. Das im März 2021 initiierte gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, und da ziehen wir ja alle an einem Strang beim BBK, ist hier ein ganz wichtiger Schritt. Und meine Damen und Herren, wir wissen alle, dass der Bevölkerungsschutz, und da sind auch neue Aufgaben auf uns zugekommen, und diese Gesellschaft wird komplizierter und technischer, und Angriffe und Schwierigkeiten, Katastrophenlagen werden möglicherweise häufigerweise auftreten.
Wir wissen, ein sehr komplexes Gefüge, Extremwetterlagen, Großbrände, Pandemien, Terrorlagen, Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen oder längerfristige Stromausfälle. Darauf müssen wir uns gemeinsam, Bund, Länder und Kommunen, bestmöglich vorbereiten. Wichtig ist hier aber Risikoerkennung, komplettes Lagebild, Einsatz und Verteilung von Kräften und vor allen Dingen die professionelle Arbeit der Krisenstäbe. Das ist die Basis eines funktionierenden Bevölkerungsschutzes. Kommen Sie bitte zum Lassen Schluss, Sie uns Herr alle gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Ich hätte noch 3 Sekunden gehabt für die Wahl. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich am Donnerstagmittag und möchte einfach nur mal darauf aufmerksam machen, dass die Tagesordnung, glaube ich, bis 2.30 Uhr geht. Und es wäre gut, wenn Sie sich an Ihre Redezeiten halten würden. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt das Wort an Miesbach Kahn von Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Helferinnen und Helfer und liebe Betroffene. Ich war ein paar Wochen nach der Flutkatastrophe das erste Mal im Ahrtal. An vielen Häuserwänden habe ich Handabdrücke gesehen, Schlammhandabdrücke, große und kleine. Auf diese Art und Weise haben sich viele der über 100.000 Helferinnen und Helfer verewigt. Viele davon packen auch heute noch mit an. All diesen Menschen kann man nicht genug danken. Ich habe, wie viele andere auch, die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe gesehen, ja eigentlich wie ganz Deutschland. Aber so wirklich verstanden, was da eigentlich passiert ist, habe ich erst, als ich auf einer Fläche stand, um mich herum Steine und Geröll, Schlamm, viel Holz und seltsam in die Luft ragende Metallstangen. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, ich stehe gerade mitten in einem Gleisbett. Um mich herum Heizölgeruch. Man hat an mehrstöckigen Häusern durch Wasserflecken absehen können, wie weit die Flut gekommen ist. 1, 2, manchmal 3 Stockwerke hoch. Und Häuser, auf denen sich Menschen, wenn sie Glück hatten, haben aufs Dach retten können. Die Menschen im Ahrtal, in Stolberg oder in Eschweiler haben in 7 Stunden verloren, was sie sich zum Teil in 7, 17 oder 27 Jahren aufgebaut haben. Die Katastrophe hat viele Traumata hinterlassen. Dazu kommen Ängste, vergessen zu werden und auch Ängste, dann mit dem Erlebten alleingelassen zu werden. Und politisch haben wir viel angestoßen. Und trotzdem hört und spürt man Ungeduld. An der Stelle bringt es ehrlich gesagt auch wenig, auf gute Bewilligungsquoten von Hilfsanträgen zu verweisen. Gefühle haben nun mal in so einer Situation wenig zu tun mit Fakten. Die Betroffenen sehnen sich nach Normalität, auch um zu verarbeiten, was es an seelischen Wunden gibt. Die Trümmerberge sind mit der Zeit kleiner geworden und die Brachflächen fangen an zu blühen. Aber die großen Herausforderungen sind geblieben. Wir stehen noch am Anfang des Wiederaufbaus. Und an dem Bahnhof, den ich am Anfang meiner Rede als solchen nicht erkannt habe, fahren auch heute noch keine Züge. Aber der nachhaltige Wiederaufbau bietet Chancen. Chancen, den Ort so neu zu gestalten, wie sich das die Menschen vor Ort wünschen. Es ist unsere Aufgabe, aus der Vergangenheit zu lernen. Und es ist unsere Aufgabe, insgesamt resilienter zu werden. Damit bei der nächsten Überflutung, die es sicher auch geben wird, nicht mehr so viele Helferinnen braucht, die dann mit Schlammhänden sich an Häuserwänden verewigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es folgt Bernd Schattner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast ein Jahr ist es nun her, dass 133 Menschen bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz ums Leben kamen. Hunderte wurden verletzt, Tausende verloren Hab und Gut. Viele sind bis heute durch die Ergebnisse traumatisiert. Für uns als AfD-Fraktion waren 2 Dinge von Anfang an klar.
Wir müssen auf parlamentarischer Ebene alles dafür tun, die näheren Umstände dieser Katastrophe zu erhellen. Und wir werden uns mit voller Kraft dafür einsetzen, den Betroffenen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Ein Jahr nach dem Starkregenereignis wissen wir durch zahlreiche Zeugen- und Sachverständigenaussagen, dass viele Tote hätten verhindert werden können, wenn die verantwortlichen Stellen ihren Aufgaben nachgekommen wären. Stattdessen gingen alle Vertreter der Landesregierung schlafen, während im Ahrtal die Menschen ertranken. Nach der Flutnacht taten die Ministerpräsidentin sowie die zuständigen Minister dann so, als ob sie nichts gewusst hätten. Unverfroren verbreiteten sie die Legende von der Unvorhersehbarkeit der Katastrophe. Ihre alleinige Sorge galt aber dem Image der Landesmutter und ihrer Regierung. Während die für Hochwasserwarnungen zuständige Urlaubsministerin Spiegel zum Glück Geschichte ist, bleibt der für Katastrophenschutz zuständige Innenminister Lewenz bis heute weiter im Amt. Noch immer verbreitet er seine Legende von der lokalen Verantwortung für das tödliche Warnversagen an der Ahr. Meine Damen und Herren, nach der ersten Katastrophe folgt nun die zweite. Auch nach mehr als einem Jahr läuft die Auszahlung der Unterstützungshilfen mehr als nur noch schleppend. Weniger als 1% der Mittel wurden bis jetzt ausgezahlt. Begründung der Regierung: Man müsse ja ganz genau prüfen, wer welche Mittel erhält. Sehr geehrte Vertreter dieser Regierung, diese Sorgfalt, die Sie hier an den Tag legen und die eigenen Leute im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lassen, diese Sorgfalt hätte ich mir dann doch lieber an einer anderen Stelle gewünscht. Hier sei nur der Betrug in Milliardenhöhe durch nicht stattgefundene Corona-Bürgertests genannt. Am Geld für den Wiederaufbau mangelt es indes nicht. Allein für Rheinland-Pfalz wurde überwiegend vom Bund ein Hilfsfonds in Höhe von 18 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Aber dieses Geld kommt bei den betroffenen Menschen überhaupt nicht an. So war Ende Mai aus der Wiederaufbauhilfe lediglich 136,5 Millionen Euro an Privathaushalte für Hausrats- und Gebäudeschäden ausgezahlt. Auch die bisher an betroffene Unternehmen überwiesenen Mittel kann man im Verhältnis zum entstandenen Gesamtschaden nur als marginal bezeichnen. Nach einem Bericht des Innenausschusses Rheinland-Pfalz vom 7. Juni waren es ganze 31,3 Millionen. Das ist in der Summe ebenfalls weniger als 1% des verfügbaren Geldes. Aber auch den Arbeitnehmern droht am Ende des Monats ein böses Erwachen. Die Härtefallregelung zum Kurzarbeitergeld muss unbedingt verlängert werden, da ansonsten zahlreiche Menschen in die Arbeitslosigkeit abrutschen werden. Grund hierfür ist es vor allem, dass die Betriebe vor Ort immer noch nicht wieder aufgebaut wurden. Selbst bei der öffentlichen Infrastruktur sieht es nicht besser aus. 4 Milliarden Euro Bedarf in den Landkreisen wurden festgestellt. Ausgezahlt waren bis zum 2. Juni nur 150,8 Millionen. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, wird der vollständige Wiederaufbau der Infrastruktur hochgerechnet 25 Jahre dauern und damit nur marginal länger wie der Bau des Flughafens BER. Verehrte Kollegen, lassen Sie mich zum Ende meiner Rede kommen und hier vor allem den zahlreichen freiwilligen Helfern und Landwirten vor Ort danken. Ohne deren unverzügliches Eingreifen nach der Flut hätten die Einwohner noch wesentlich länger im Schlamm gestanden. Insbesondere die Bauern mit ihrem schweren Räumgerät waren in den ersten Tagen und Wochen die Helden der Region. Vielen Dank für diese Hilfe. Dass es nicht noch viel mehr Opfer gab, ist dem mutigen Einsatz von Feuerwehrleuten zu verdanken, die besonders am Oberlauf der Ahr zahllosen Menschen das Leben retteten. Beispielhaft sei hier die Rettungsleistung des 26-jährigen Wehrleiters in dem Dorf Schlund, in dem trotz verheerender materieller Zerstörung kein einziger Bewohner sein Leben verloren hat. Und nicht unerwähnt zum Schluss sollte auch noch die 90-jährige Feuerwehrfrau bleiben, welche im Einsatz zur Rettung von Menschen ihr Leben verloren hat. Vielen Dank. Das Wort erhält die Kollegin Sandra Bubendorfer-Licht von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen. Ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin aus dem Buch »Es war doch nur Regen« von Andi Neumann aus den frühen Morgenstunden des 15. Juli 2021. Andi Neumann lebt selbst mit seinen beiden Kindern und seiner Frau im Ahrtal. Unser Haus wurde heute Nacht im absoluten Wortsinn geflutet. Wir saßen im ersten Obergeschoss unseres Hauses fest, sahen unsere Autos davonschwimmen und andere Autos gegen unser Haus krachen. Das Wasser stieg und stieg, bis es nur noch 5 Stufen waren, die es vom ersten Obergeschoss getrennt haben.
Was Menschen wie Andi Neumann und seine Familie in diesen Minuten erleben mussten, ist für uns unvorstellbar. Eine reißende Wassermasse, die von jetzt auf gleich nahezu alles zerstört. Familie Neumann war es vergönnt, dass sie sich zumindest selbst schützen konnten. Über 180 Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurde dieses Glück im Unglück nicht beschieden. Sie starben, weil sie die Gefahr und das Drohen, die Unheil nicht haben kommen sehen und oftmals erst zu spät das Ausmaß und den Ernst der Lage erkennen konnten. Schuldzuweisungen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bringen uns nicht weiter. Aber es war ein Versagen auf staatlicher Ebene. Und eines müssen wir im Nachgang dieser Katastrophe aber endlich gelernt haben. Wir dürfen es nicht mehr verantworten, nicht vorbereitet zu sein. Die Opfer und Geschädigten, die bis heute im Ahrtal und in den weiteren Flutgebieten versuchen, in ihrem Alltag wieder Normalität zu bekommen, müssen uns dies lehren. Wir müssen unsere gesamte Ablaufstruktur, Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz überarbeiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das nun endlich gestärkt und ausgebaut wird, muss noch weiter zur Zentralstelle im Bevölkerungsschutz entwickelt werden. Es muss in jeglicher Hinsicht eine koordinierte Zentralstellenfunktion erhalten und alles über verfügbare Kräfte, Ressourcen, Einsatzführung und Aufbau abrufbar haben. Sofortige Erreichbarkeit, Handlungsfähigkeit und umfassende Unterstützung der Kräfte vor Ort, das ist in meinen Augen enorm wichtig. Solche extremen Lagen müssen strukturierte, geübte, unfunktionierende Abläufe erfahren. Katastrophen wie diese werden uns in Zukunft leider häufiger heimsuchen. Auch die Gefahr von Waldbränden und Wasserknappheit ist dabei ebenso zu nennen wie die geopolitischen und militärischen Herausforderungen unserer Zeit. Den Ernst der Lage, den haben wir in Deutschland aber nun endlich begriffen. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland erhält endlich den Stellenwert, den er verdient. Aber wir müssen auch noch stärker den wissenschaftlichen Aspekt und die ressortübergreifende Abstimmung gerade in die Lagebilder einfließen lassen. Und gemeinsam mit den Innenministern der Länder hat das BBK Anfang Juni das wichtige gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern gestartet. Damit ist ein erster Schritt getan, um die Strukturen und Abläufe zwischen Bund und Ländern zu verbessern. Und deswegen muss nun endlich ein Föderalismusdialog angegangen werden, wie er auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Diese enormen Katastrophen übersteigen nämlich oft die Handlungsfähigkeit der Länder und Kreise und beziehen sich nicht nur auf einen klar abzugrenzenden Bereich. Und hier müssen dem Bund mehr Unterstützungsmöglichkeiten gegeben werden. Und dabei geht es nicht darum, jemanden etwas wegzunehmen oder ihm seine Kompetenzen zu beschneiden, sondern darum, Jahrhundertkatastrophen mit allen verfügbaren Ressourcen und Kräften koordiniert, und das Stichwort ist wirklich koordiniert, zu bewältigen. Daran anknüpfend sind die im Haushalt 2022 getätigten Investitionen der Fortschrittskoalition richtig und wichtig und bilden einen guten Startschuss, auf dem weiter aufgebaut werden muss. Der Weg, der führt in die richtige Richtung und muss in den nächsten Jahren weiter konsequent beschritten und gestärkt werden. Wir müssen den Bevölkerungsschutz neu denken. Und da sind wir den Opfern und Geschädigten wie der Familie von Andi Neumann, besonders aber den vielen Toten, die in der Jahrhundertflutkatastrophe ihr Leben lassen mussten, schuldig. Herzlichen Dank. Für die Linke erhält jetzt das Wort Dr. André Hahn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Flutkatastrophe vor einem Jahr mit mindestens 100
86 Todesopfern und Milliardenschäden hier in Deutschland war ohne Zweifel ein extrem verheerendes Naturereignis. Allen Opfern und deren Angehörigen spreche ich auch im Namen meiner Fraktion Die Linke unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Und ich möchte mich auch, das haben andere schon getan, bedanken bei den Einsatzkräften von THW, Feuerwehren, der Bundeswehr, dem Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen sowie vielen Freiwilligen, die sich vor Ort in den betroffenen Regionen engagiert haben. Ihnen haben wir viel zu verdanken, und das will ich an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen. Neben der Frage, wie wir die betroffenen Menschen, aber auch Unternehmen beim Wiederaufbau unterstützen, müssen wir als Parlament vor allem Antworten geben, was wir tun können, damit sich solche Schadensereignisse möglichst nicht wiederholen, auch wenn wir alle wissen, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Albrecht Brömme, der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks, hat in der Anhörung des Innenausschusses unter anderem zwei sehr bemerkenswerte Sätze gesagt. Mit Blick auf die medial immer wiederkehrende Formulierung, es habe sich im Ahrtal um eine Jahrhundertflut gehandelt, erklärte er, Zitat, ich müsste eigentlich schon 800 Jahre alt sein, so viele Jahrhundertfluten habe ich schon erlebt. Zitat Ende. Ich finde, diese Aussage sollte uns doch zu denken geben. Das Wort von der Jahrhundertflut fiel beispielsweise auch beim Extremhochwasser an der Elbe im Sommer 2002. Ich wohne selbst im Elbtal, war damals Mitglied des Sächsischen Landtages, und natürlich stellt sich die Frage, ob damals die richtigen Lehren daraus gezogen wurden. Wenn man sich den von der sächsischen Staatsregierung in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchungsbericht ansieht, dann hat man ein erschreckendes Déjà-vu. Ich habe leider nicht die Redezeit, um das im Einzelnen auszuführen, aber die Probleme waren und sind 20 Jahre später leider nahezu identisch. Unzureichende Warnsysteme für die Bevölkerung, massive Störungen der Krisenkommunikation zwischen Kreis, Land- und Bundesebene, der Ausfall des Telefonnetzes, nicht vorhandene Notstromaggregate und so weiter. Aus den Krisen lernen, hieß es gestern im CDU-CSU-Antrag. Das bedeutet aus unserer Sicht nicht nur die Katastrophe im Ahrtal nicht zu vergessen, sondern auch nicht die 16 Jahre unionsgeführter Regierung und des zuständigen Innenministeriums, das federführend für den Sparwahn beim Bevölkerungsschutz verantwortlich war. Es kann und darf nicht sein, dass uns Helfer aus dem Katastrophenschutz in der Anhörung des Innenausschusses sagen müssen, dass ihre Fahrzeuge eher ins Museum gehören, als für einen Hilfseinsatz noch taugen. Und es ist doch eine Farce, dass, wenn bundesweit viel zu spät Sirenen ausgetauscht werden und endlich erneuert werden, aber nicht einmal einheitlich geregelt ist, welche Art von Sirenen eingebaut werden und auf welche Warntöne die Bevölkerung wie reagieren soll. Und ein Jahr nach der Flut kämpfen die Betroffenen teils weiterhin um den Wiederaufbau der Häuser und mit Versicherungen, was viel zu schleppend vorangeht. Das dürfen wir nicht einfach hinnehmen. Und ich sage auch, dass zerstörte Häuser oftmals am selben, gerade überfluteten Standort neu errichtet werden, ist genauso problematisch wie der Umstand, dass es immer noch keine Elementarschadenpflichtversicherung gibt, die ich schon vor zwei Jahrzehnten im Landtag gefordert habe. Ich habe eingangs von zwei bemerkenswerten Sätzen des THW-Präsidenten Brömme gesprochen, die er in der jüngsten Anhörung im Innenausschuss gesagt hat. Der zweite Satz lautete, Zitat, wenn im nächsten Jahr wieder so ein schweres Hochwasser käme, würde alles leider genauso passieren wie im Ahrtal. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das nicht sein darf, und deshalb muss man endlich den zivilen Katastrophenschutz nachhaltig stärken. Und wenn die Bundesregierung das nun endlich ernst nimmt, Herr Kollege. Letzte Bemerkung, Frau Präsidentin, wenn die Bundesregierung das nun ernsthaft angehen will, dann werden wir das gerne unterstützen. Herzlichen Dank. Die SPD-Fraktion erhält jetzt das Wort, Dirk Wiese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Hochwasser im Ahrtal, in der Eifel, in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen,
In Städten wie Stolberg, Erftstadt, Hagen-Hohenlimburg, Sundern im Sauerland, dem Volmetal, aber auch in den Bundesländern Bayern und Sachsen war eine auch heute noch kaum fassbare Katastrophe für die Menschen vor Ort und eine Tragödie mit Leid, Trauer, Zerstörung für die betroffenen Gebiete, Städte, Gemeinden, viele Dörfer. Mit über 180 Todesopfern, Hunderten von Verletzten, der Verwüstung ganzer Landstriche und Schäden in Milliardenhöhe war es eine der größten Naturkatastrophen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Hilfsbereitschaft, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat es angesprochen, sie war von Anfang an überwältigend. Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehren, des THW, verschiedener Bundesbehörden, der Bundeswehr, der Hilfsorganisationen, der Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegedienste, sie haben Enormes geleistet. Und auch zahllose private Helfer, Landwirte, Handwerker aus allen Gegenden des Landes haben angepackt und gemeinsam mit den Betroffenen die Keller, die Wohnungen und die Häuser von Schlamm befreit. Und das THW hat heute eine Kampagne gestartet und sie haben auf die Kampagne zwei Sätze geschrieben, die sehr gut passen. Danke für den Mut, danke für den Zusammenhalt. Ihnen allen gebührt unser großer Dank. Und Sie leisten noch heute übrigens an vielen Wochenenden freiwillig Hilfe und Unterstützung vor Ort. Und da kann man nur Danke sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist es, vor dem Hintergrund ein Jahr später die richtigen Lehren zu ziehen. Denn man muss es klar sagen, es wurden Fehler gemacht, auch auf politischer Ebene. Diese müssen wir benennen und aufarbeiten. Und entsprechende Untersuchungsausschüsse auch in Mainz, in Düsseldorf sind eingesetzt bzw. werden richtigerweise fortgeführt. Der Umgang mit der Katastrophe und auch die Koordinierung der Hilfsaktivitäten in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen hat im Nachhinein auch viele politische Fehleinschätzungen offenbart. Anstatt den Menschen schnell, konkret und effektiv zu helfen, kam die Reaktion oftmals zu spät. Kein gemeinsames Vorgehen, es wurde oft unabgestimmt agiert, es wurde sehr oft reagiert, nicht agiert. Und ich glaube, das eint uns, das darf nicht wieder passieren. Auf der anderen Seite zeigt uns das Hochwasser auch schonungslos die Defizite auf, die noch immer im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz vorhanden sind. Die mangelhafte Koordination der verschiedenen Ebenen, das unzureichende Funktionieren der Alarmkette, ein fehlendes flächendeckendes Warnsystem für die Bevölkerung. Ja, diese Baustellen müssen wir gemeinsam zügig angehen. Und das ist unsere Aufgabe, hier auch entsprechend die Weichenstellungen auch vorzunehmen. Ich will aber auch sagen, dass bei den Auszahlungen der Aufbauhilfen auch viel passiert ist. Aber langwierige Antragsverfahren, auch zermürbende Auseinandersetzungen, auch gerade mit Versicherungen, sorgen für wenig Verständnis bei den Betroffenen. Und hier müssen wir ansetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel muss es sein, dass der Staat in der Krise auf allen Ebenen handlungsfähig ist und die Sicherheit für die Menschen überall in Deutschland garantiert, wenn es darauf ankommt. Nur ein starker Bevölkerungsschutz kann das garantieren. Und daher müssen wir alle gemeinsam nachbessern, Kommunen, Länder und auch der Bund, ohne Wenn und Aber. Und ich bin Bundesinnenministerin Nancy Faeser sehr dankbar, dass sie hier gerade und auch ihrer Rede keine Zweifel hat aufkommen lassen und wir hier eine enge Kooperation mit allen Ebenen gemeinsam als Ampelkoalition auch voranbringen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Einrichtung des gemeinsamen Kompetenzzentrums beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn haben wir richtige Weichenstellungen und erste Schritte bereits auf den Weg gebracht. Das BWK und das Technische Hilfswerk benötigen jedoch auch weitere Unterstützungen, damit sie in ihren originären Aufgaben gestärkt werden. Und es ist, glaube ich, gut und richtig, dass das BWK an der Spitze fachlich kompetent mit der nötigen Erfahrung jetzt aufgestellt ist. Denn die Bürgerinnen und Bürger, das will ich deutlich sagen, sie haben einen Anspruch darauf, dass der Staat ihre Leben schützt, dass wir die richtige Ausrüstung für diejenigen zur Verfügung stellen, die helfen. Das kostet Geld, aber es ist gut angelegtes Geld für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Dafür haben wir auch hier in Berlin die Verantwortung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und jetzt spricht für die Unionsfraktion Mechthild Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verzweiflung. Wenn ich in den ersten Tagen in meinem Wahlkreis im Ahrtal mit den Menschen gesprochen habe, war das das bestimmende Gefühl, Verzweiflung. Verzweiflung über die unfassbare Dimension dieser Katastrophe. Tote, Verletzte, Wunden an Leib und Seele, viele, viele Traumatisierte. Ein vollkommen zerstörtes Tal, ein verlorenes Zuhause, wir sagen ein verlorenes Paradies.
Ziemlich schnell setzte sich dann jedoch ein anderes Gefühl durch: Hoffnung und Dankbarkeit. Gestützt war das auf den Zusammenhalt in den Dörfern und in den Nachbarschaften, weil die Dörfer und meistens wirklich von der Außenwelt abgeschnitten waren, war man darauf angewiesen. Und gestützt auch auf die unglaubliche Hilfe, die von außen kam, aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus. Und gestützt auf die überwältigende Spendenbereitschaft, die bis heute anhält. Hoffnung aber auch gestützt auf das Versprechen der Politik hier in Berlin und auch in Mainz. Wir werden alles für euch tun, was wir können. Wir werden zeigen, dass wir schnellen Wiederaufbau in Deutschland umsetzen. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, da muss keiner Angst haben, der Wiederaufbau wird nicht am Geld scheitern. Geld steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Versprechen gehalten. Der damalige Finanzminister und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz, den kann ich mit den Worten zitieren, das, was man mit Geld in Ordnung bringen kann, das werden wir mit Geld in Ordnung bringen. Heute, ein Jahr nach der Katastrophe, ist das vorherrschende Gefühl zwischen Dorsel, der Oberaa, und Sinzig, wo die Aa in den Rhein fließt, Enttäuschung. Enttäuschung gegenüber den Verwaltungsapparaten hier im Bund und auch in den Ländern, weil das Geld eben nicht bei den Betroffenen vor Ort ankommt, bei den Privatleuten und bei den Unternehmen, bei den Kommunen und noch nicht mal zeitnah, aber auch nicht am Ende überhaupt nicht ankommt und nicht in ausreichender Höhe. Und Enttäuschung, weil der Neuaufbau viel, viel, viel zu langsam geht. Das Geld kommt nicht an, weil die Ampel in Rheinland-Pfalz im Regelfall nur bereit ist, 20% Abschlag auf den Schaden auszuzahlen. Nordrhein-Westfalen zahlt 40% aus. Bis diese erste Zahlung dann bei den Betroffenen ankommt, auf dem Konto liegt, müssen die Betroffenen nicht nur den Antrag stellen, sondern Monat für Monat vorfinanzieren. Nicht nur die erste Zahlung, sondern jede weitere Zahlung muss der Betroffene vorfinanzieren. Und das derjenige, der nichts hat, dem das Haus weggeschwommen ist, dem Mitmenschen oder Angehörige verstorben sind. Das Geld kommt nicht an, weil die Antragsverfahren zu aufwendig, zu kompliziert sind. Viele Flutopfer haben bis heute noch keinen Antrag gestellt, obwohl sie sicherlich ohne Zweifel dazu berechtigt wären. Da helfen auch nicht die Infopoints im Tal und es helfen auch nicht die jetzt im Tal aufsuchende Tür-zu-Tür-Beratungen. Das ist ein guter Ansatz, da will ich gar nicht drüber meckern. Aber die Antragstellung, die ist so kompliziert, sie muss digital erfolgen, die ist so kompliziert, dass es wirklich einfach Wochen dauert und noch mal Monate dauert, ehe dann nachher das Verfahren wirklich zu einem Abschluss und einem erfolgreichen Abschluss bekommen ist. Deshalb, liebe Bundesregierung, aber auch liebe Landesregierung, specken Sie endlich diese Verfahren ab. Erhöhen Sie die Zahl der Leute, die diese Verfahren bearbeiten bei der ISB und sorgen Sie endlich für immer den gleichen Ansprechpartner. Und vieles vor Ort wird dann auch im Keim erstickt, immer mit dem gleichen Hinweis. Wenn in ein paar Jahren der Rechnungshof dann kommt, dann kann es sein, dass er da Einspruch erhebt. Oder es heißt, in der Verwaltungsvorschrift, in der VV, gibt es dazu keine klare Aussage. Also nein, wir machen es nicht. Und wenn die Landesregierung dann in Rheinland-Pfalz Bewilligungen versagt, dann häufig mit dem Hinweis, da stellt sich der Bund quer. Ich vermisse den Aufschrei hier aus dieser Ampel, den Widerspruch nach Rheinland-Pfalz, dass wir uns im Bund querstellen. Oder muss ich davon ausgehen, dass Sie tatsächlich recht haben, die Rheinland-Pfälzer, und es an uns hier im Bund, an Ihnen liegt, dass sich in Ahrtal nichts bewegt? Eins ist klar, so gelingt der Aufbau nicht. Nach einem Jahr ist er nicht gelungen und es wird in dem nächsten Jahrzehnt so nicht gelingen. Deswegen mein Appell. Setzen Sie sich mit den Ampeln in Rheinland-Pfalz und auch hier im Bund endlich mit den Rechnungshöfen zusammen und klären Sie, was förderfähig ist und was nicht. Und setzen Sie sich zwischen Bund und Land endlich zusammen und passen Sie die VV an. Wir sind ein Jahr nach der Flut, wir wissen doch heute besser, was da drinstehen muss. Man kann es ändern, bitte tun Sie das. Und Frau Faeser, ja, Sie haben gesagt, Sie haben recht damit, kein schwarzes Peterspiel.
Dann hören Sie doch mit auf und kommen endlich ins Handeln rein. Schieben Sie doch nicht den schwarzen Peter dann auch immer aufs Land und das Land wieder zurück zu Sie, zu Ihnen. Und bitte, bitte schaffen Sie auch Klarheit darüber, welche Personalkosten jetzt endlich für den Wiederaufbau in den Kommunen bezahlt werden. Bis jetzt ist das nicht klar. Es wird kein Personal eingestellt, weil es eben nicht getragen wird vom Bund. Ein unhaltbarer Zustand. Die Menschen und die Kommunen vor Ort können sich das nicht leisten. Sorgen Sie für praxistaugliche Regelungen bei der Abgrenzung der Kosten, Wiederaufbau oder zum Beispiel Hochwasserschutz. Und verlängern Sie endlich das Kurzarbeitergeld. Sie haben das gerade wieder abgelehnt. Die Leute haben keine Arbeit da. Sie haben das Unternehmen ist weggeflossen. Und Sie nehmen ihnen noch den letzten Rest an Unterstützung weg. Verlängern Sie mit einer Sonderregel das Kurzarbeitergeld in den Flutgebieten. Herr Scholz, Frau Dreyer, es fehlt ein klarer Fahrplan. Es fehlt eine schnelle, unbürokratische Hilfe. Es fehlt an Zusammenarbeit. Es fehlt wie immer an Führung bei Ihnen. Packen Sie die Probleme an. Enttäuschen Sie die Betroffenen im Ahrtal nicht noch einmal. Als nächstes erhält das Wort Leon Eckhardt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn wir heute zurückblicken auf das Hochwasser, das sich vom 14. auf den 15. Juli letzten Jahres durch Flussläufe und Täler gewalzt hat, dann ist die Dimension immer noch schwer zu fassen. Meine Gedanken sind bei denen, die Angehörige, Freunde, Verwandte verloren haben. Das Engagement und der Einsatz der vielen, Nachbarn, Freunde, völlig Fremder, der Einsatzkräfte, der Hilfsorganisationen, der Feuerwehren und des THW, das sind die Lichtblicke in dieser Katastrophe gewesen. Sie haben über Tage, Wochen und ja Monate vor Ort zur Bewältigung der Lage beigetragen. Danke dafür. Wir sind den Betroffenen und den Helferinnen schuldig, unsere Lehren aus der Katastrophe zu ziehen und umzusetzen. Zwei zentrale Anliegen möchte ich stark machen. Dort können wir und dort müssen wir handeln. Erster Punkt, Koordination. Ich habe mit einer Vielzahl von Einsatzkräften gesprochen und sie beschreiben mir den Wirrwarr durch unterschiedliche Standards und Benennungen in den einzelnen Bundesländern. Im ersten Moment weiß kaum jemand außerhalb Bayerns, was der Wasserrettungszug der Bayerischen Wasserwacht leisten kann. Der war im Einsatz und dementsprechend wurde er eingesetzt, nämlich im großen Teil gar nicht. Die Schwierigkeit der Verständigung zeigt sich leicht an einem kleinen Beispiel. Fährt der thüringische Rüstwagen mit dem Funkrufnamen Florian Dornburg-Kamberg 71-1 nach Rheinland-Pfalz zum Helfen, dann steht die 71 im Funkverkehr für ein Mehrzweckfahrzeug. Keiner weiß, was das ist. Fährt er weiter nach NRW, ist es die 71 auf einmal ein Feuerwehrkran. Die Funkkennung verliert einen Teil ihrer Funktion und bremst damit aus. Und diese Beispiele, es ist ja nur ein kleines, in denen unterschiedliche Sprachen zwischen den Bundesländern existieren, es gibt sie zuhauf. Sie bremsen und machen den Einsatz langsamer. Wertvolle Zeit, die Menschenleben kosten können. Das GKOP, das Gemeinsame Kompetenzzentrum, bietet jetzt die Möglichkeit, dass Bund und Länder dieses Problem des Wirrwarrs lösen. Mit Vereinbarungen zum gemeinsamen Vorgehen und einer Lagebildübersicht. Sollte die Freiwilligkeit hier scheitern, müssen wir uns hier im Parlament Gedanken machen, wann wir diesen Zustand im Sinne der Sicherheit der Bürgerinnen nicht mehr dulden können und selbst bundesweit Mindeststandards einführen. Zweiter Punkt, Warnung. Unser Warnnetz ist löchrig. Das zeigt die Katastrophe, das zeigt der Warntag in Bayern. Cell-Broadcasting kommt noch, Warn-Apps sind viel zu wenig verbreitet, Sirenen lückenhaft vorhanden, oft nicht ansteuerbar für den Alarm. Das ist eine Situation, in der sich kein Akteur, weder Kommune noch Land noch der Bund, ausruhen darf. Gerade deswegen braucht es jetzt jeden Schwung, um mehr Abdeckung zu erreichen, um jeden zu erreichen. Ich sage ja, wir als Bund müssen das Sirenenförderprogramm weiterführen. Cell-Broadcasting kommt. Und ich würde so weit gehen, dass wir die NINA-Warn-App auf jedem Handybetriebssystem vorinstallieren lassen. Aber die Länder müssen eigene Sirenenförderprogramme komplementär einrichten. Die Kommunen müssen sich jetzt vor Ort spezifische Warnkonzepte anlegen. Hier nur auf den Bund zu warten, ist, wie das Wort warten schon sagt, zu langsam. Lassen Sie uns vorangehen. Ein Fazit. Noch nie war die Einsicht so groß, dass Veränderungen im Bevölkerungsschutz notwendig sind, wie zurzeit. Wir arbeiten dran, wir wollen umsetzen, helfen Sie mit, diese Probleme zu lösen. Und es folgt Steffen Janich für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Nachmittag des 12. Juli 2021 war alles noch ruhig. In der Folge fielen Niederschläge bis zu 150 Liter Wasser pro Quadratmeter. Die kommenden Wassermassen töteten noch mehr Menschen als die Hochwasser an der Oder in den Jahren 1997 und 2010. Fast 190 Menschen starben. Allein in Rheinland-Pfalz wurden etwa 500 Gebäude völlig zerstört. Etwa 200.000 Menschen waren ohne Strom. Mobilfunknetze brachen völlig zusammen. Hunderte Kilometer Straßen und über 100 Brücken wurden massiv beschädigt. Es gibt nichts, was einen geliebten Menschen, der von uns gegangen ist, zurückholen kann. Doch es gab neben all dem Tod, der Zerstörung und dem menschlichen Leid auch so etwas wie einen Funken Hoffnung. Und dieser Funken Hoffnung waren die Tausenden, vor allem ehrenamtlichen Helfer, die über Tage und Wochen über ihre persönlichen Grenzen gingen und weit hinaus bis an die Grenzen des Machbaren hinarbeiteten. Diesen Menschen gilt unser Dank. Ein Baggerfahrer fuhr an ein Haus heran, welches von dem Wasser eingeschlossen war, und ließ eine gehunfähige Frau durch das Fenster in seine Schaufel klettern und brachte sie in Sicherheit. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes retteten ein Baby und seine Eltern, die sich auf einem überfluteten Feld auf einem Hochsitz befanden. Diesen tausenden Helden gebührt unser tiefster Dank. Es ist eine Kernaufgabe von uns Politikern, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um künftig besser auf derartige Katastrophen vorbereitet zu sein. Die Sachverständigen im Innenausschuss haben uns hierzu wertvolle Hinweise gegeben. Die Zuständigkeiten im Katastrophenfall sind zu bündeln. Zerstörte Kommunikationswege müssen schneller wiederhergestellt werden. Neue Sirenen zur Warnung der Bevölkerung gehören flächendeckend bereitgestellt. Führungskräfte von Katastrophenschutzorganisationen müssen trägerübergreifend gemeinsam ausgebildet werden. Und ganz wichtig, es sind Einsatzstäbe für Katastrophenfälle im Alarmsystem zu schaffen, welche innerhalb einer Stunde Einsatz und innerhalb von 2 Stunden handlungsfähig sind. Und wenn Sie mir hier sagen wollen, das ginge nicht, sage ich, unsere Kameraden von der Feuerwehr sind innerhalb von 12 Minuten am Einsatzort. Es muss also gehen. Katastrophenschutz ist nicht die Zeit für Parteienpolitik. Wir werden unseren Beitrag leisten, um ein Reformprogramm noch in dieser Wahlperiode mit aufzustellen. Meine Fraktion wird hier konstruktiv mitarbeiten. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion folgt jetzt der Kollege Manuel Höferlin. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einem Jahr wurden die Menschen in Deutschland von einer Flut getroffen. Vor allen Dingen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, mein Zuhause, wurden stark getroffen. Und es ist mehrfach jetzt beschrieben worden, ganze Straßenzüge, ganze Häuser sind zerstört worden. Betroffene haben alles verloren, wo in den Wohnzimmern noch die Couch stand, war plötzlich nichts. Und ich habe auch das Buch von Andi Neumann gelesen, in dem er beschreibt, wie das Wasser höher und höher stieg. Wir können uns das nicht vorstellen, wenn man nicht dort war. Und den höchsten Preis haben die Menschen gezahlt, die dort ihr Leben gelassen haben. Über 180 sind immer noch Menschen vermisst. Und nicht nur denen, auch den Angehörigen und den Menschen, die heute noch unter den Folgen leiden, sind wir schuldig, 2 Fragen zu stellen. Die erste: Wie konnte das passieren, um aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist? Und deswegen gibt es auch Untersuchungsausschüsse in den Ländern. Und es ist wichtig, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Aber viel stärker ist die Frage doch zu stellen, was können wir heute auf den Weg bringen, dass so etwas nicht wieder passieren kann, meine Damen und Herren. Und wenn man zurückblickt und schaut, wie dort die Einsätze geschehen sind und wer dort geholfen hat, dann kann man einer Gruppe von Menschen, nämlich den vielen Ehrenamtlern, und ich will das auch noch mal sagen, aller Hilfsorganisationen, aber auch jedem einzelnen Menschen. Ich kenne so viele Menschen, die sich einfach auf den Weg gemacht haben dorthin, die einfach hingefahren sind mit irgendeinem Gerät, mit einem Unimog, mit einem großen LKW, mit was auch immer. Denen will ich noch mal danken. An denen lag es nämlich nicht, dass es zu wenig Hilfe gab, und deswegen mein herzliches Dank an all die Menschen. Was aber ein Problem war,
dass die Struktur darum versagt hat. Viele dieser Menschen sind frustriert wieder zurückgekommen, ohne geholfen zu haben, weil sie nicht wussten, wo sie und niemand ihnen sagen konnte, wo sie eingeteilt werden können. Und das ist das Problem, dass vorwiegend ist es ein strukturelles Versagen der Organisation von Katastrophenhilfe, die sich in diesem konkreten Fall manifestiert hat. Wir haben es vorhin auch schon in einem anderen Beitrag gehört, wenn in den Bereitstellungsplätzen, ich glaube, Herr Oster, Sie haben es gesagt, 5000 Menschen stehen, nee, Herr Seif hat es gesagt, dann kann man da nicht mehr koordinieren, wer wann wohin geht. Man weiß gar nicht mehr, welche Einsatzfähigkeiten in einem solchen Bereitstellungsplatz liegen. Und das muss dringend strukturiert werden, meine Damen und Herren. Und das Zweite hat der Kollege Eckert gesagt. Eine Katastrophe ist es, wenn in der Katastrophe die Helfer nicht die gleiche Sprache sprechen. Und das beginnt bei den Funkidentifikationen der einzelnen Kräfte. Es geht aber auch über die allgemeine Führungssprache hinaus. Und das liegt daran, dass, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, diejenigen, die die kleinen Katastrophen vor Ort gut managen können, bei größeren Lagen einfach an ihre Fähigkeiten Grenzen gestoßen sind. Und Andi Neumann hat es am Montag in der Anhörung betitelt mit dem Überschrift Katastrophe ist Kreisliga. Das ist provokativ, es trifft es aber auf den Punkt. Weil, wenn wir das nicht anders organisieren können, dann werden wir nicht dazu kommen, dass es hilft, wenn bundesweit Menschen zu einem Ereignis strömen, um zu helfen, wenn wir dort keine Organisation haben und eine abgestufte Resilienz haben, dass man vorher weiß, wer eigentlich zu was in der Lage ist zu helfen. Dass es eine Stelle gibt, zum Beispiel das BBK, das angerufen werden kann, und wo man sagt, ich brauche einen Hubschrauber mit Seilwinden und man weiß, die gibt es in Bayern, aber nicht in Rheinland-Pfalz. Wenn man das nicht weiß, wo rufe ich an, wer, dass jemand kommt, der hilft, wenn wir das nicht organisiert kriegen, und das ist die Aufgabe, dann sind wir bei der nächsten Katastrophe aufgeschmissen. Und das ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, sondern es ist in besonderer Weise zuerst eine Frage der Struktur. Deswegen bin ich Frau Ministerin Faeser dankbar, dass sie es angeht, mit den Ländern und mit den Kommunen, mit den Kreisen zu sprechen, dass wir gemeinsam besser koordinieren und dann dort, wo es nötig ist, mit entsprechenden finanziellen Mitteln aufstocken und dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Herzlichen Dank, meine Herren. Es folgt der fraktionslose Abgeordnete Matthias Helferich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schlagen wir mal gemeinsam den aktuellen Verfassungsschutzbericht auf. Dort heißt es über Ihren neuen Fantasiephänomenbereich, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Als Beispiel hierfür kann das Vorgehen in Erscheinung getretener Personen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz genannt werden. Über ein reines Hilfsangebot hinaus wurde versucht, die angespannte Versorgungssituation vor Ort im Sinne einer Delegitimierung staatlicher Strukturen zu instrumentalisieren. Doch die, die wirklich unsere Demokratie und Staatsordnung verächtlich machen, waren nicht Deutsche, die Deutschen halfen. Es war eine CDU-Umweltministerin, Hein Esser, die sich auf Mallorca sonnte, während ihr Volk im Schlamm vor den Trümmern der eigenen Existenz stand. Es war eine grüne Umweltministerin Spiegel, die sich in Frankreich von den Strapazen ihrer eigenen Corona-Politik erholte. Es war ein WDR, der trotz Milliardenbudgets nicht das Volk warnte, sondern lieber die lange ARD-Popnacht spielte. Sie alle haben versagt und unserer Staatlichkeit dadurch schweren Schaden zugefügt. Sie alle hatten nicht den Anstand, wortlos und demütig für ihre Verantwortungslosigkeit zurückzutreten. Und nun wagen Sie als solidarischen Deutschen, die sich nicht nur als Helfer mit weißen Sneakern wie Helge Lind inszenierten, ihre Schlapphüte auf den Hals zu hetzen. Sie sollten sich wirklich schämen. Und bis heute übernehmen Sie keine Verantwortung für die Opfer der Flutdiebe. In NRW wurden 24 Städte von mehr als 140 Plünderern heimgesucht. Entschädigungen erhalten die Opfer der Flutdiebe nicht. Und warum nicht? Weil sich bei 90% der Tatverdächtigen handelte es sich um Ausländer und Migranten. Klau-Roma und andere migrantische Langfinger aus 24 Nationen nahmen den Opfern der Flutkatastrophe ihr letztes Hab und Gut. Und wenn Sie Bevölkerung zukünftig schützen wollen, dann schützen Sie vor migrantischen Klaubanden und der spätrömischen Dekadenz verantwortungsloser Ministerin. Vielen Dank. Anstatt.
Herr Abgeordneter, ich werde mir die Rede gleich noch mal in Ruhe anschauen und behalte mir zumindest einen Ordnungsruf vor. Sehr gut, Frau Präsidentin. Sehr gut. Jetzt erteile ich das Wort für die SPD Lena Werner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren. Am 14. Juli letzten Jahres war ich auf dem Heimweg von einem Wahlkampftermin, als mich Bilder von meinen Nachbardörfern erreicht haben, in denen Sturzbäche durch die Straßen liefen. Ich habe Bilder bekommen aus meiner Stadt, die unter Wasser stand, und das war noch nie so. Das hat mich sehr schockiert. Ich konnte das gar nicht richtig einordnen und verstehen, was da gerade passiert. Aber liebe Menschen aus dem Ahrtal und im Ahrtal, meine Erinnerungen sind im Vergleich zu dem, was Sie vor einem Jahr erlebt haben, nichts. Nächste Woche jährt sich die gewaltige Flutkatastrophe, die in Ihrer Heimat, in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, schwere Verwüstung und fürchterliche Schicksale verursacht hat. Sie haben ihr Zuhause verloren, ihre Existenzen und im schlimmsten Fall auch Freunde oder Familienmitglieder. Das war die schlimmste Naturkatastrophe, die unser Bundesland je erlebt hat. Wir sprechen hier heute über den Bevölkerungsschutz und die Lehren, die wir aus dieser Katastrophe ziehen können. Für mich ist es aber wichtig, an dieser Stelle auch noch mal auf die aktuelle Situation und die Schicksale der Menschen vor Ort aufmerksam zu machen. In meinem Wahlkreis waren viele Gemeinden vom Hochwasser betroffen und viele der Schäden sind schon wieder behoben. Mit die größte Herausforderung bleibt aber weiterhin der Wiederaufbau der Eifelstrecke, also der Bahnstrecke zwischen Trier und Köln. Im Ahrtal ist die Situation eine ganz andere. Ich war vor kurzem vor Ort und konnte mir selber ein Bild machen. Entlang der A sieht man immer noch die Zerstörung. Man sieht Schuttberge an Stellen, wo vorher einmal Häuser gestanden haben. Die Menschen im Ahrtal blicken trotzdem positiv in die Zukunft. Sie bauen neu auf. Es finden wieder Veranstaltungen und Weinfeste statt. Tages- und Wochenendausflüge sind möglich. Und gerne werbe ich deswegen an dieser Stelle dafür, ins Ahrtal zu gehen und dort einen Urlaub zu verbringen. Der Tourismus ist die größte Wirtschaftskraft im Ahrtal. Nach den so schwierigen Zeiten in der Pandemie wurden Unternehmen, Einzelhandel und die Tourismusbranche mehrfach hart getroffen und kämpfen ums finanzielle Überleben. Ein Beispiel ist ein Hotelier aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seine Situation und seine Erfahrungen sind exemplarisch für die vielen betroffenen Betriebe vor Ort. Auch sein Hotel wurde durch die Flut schwer beschädigt. Der Wiederaufbau läuft, jedoch wird der Betrieb nicht vor nächstem Jahr aufgenommen werden können. Dazu kommen Sorgen um das Halten und Neuanwerben von den Mitarbeitenden, denn auch die Infrastruktur funktioniert, aber vieles ist immer noch provisorisch und die Region ist immer noch in einem andauernden Ausnahmezustand. Sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz haben sich eingesetzt und schnell Unterstützung auf den Weg gebracht, um den Menschen vor Ort zu helfen. Und ich würde hier kurz klarstellen wollen, dass die Abschlagszahlungen in Rheinland-Pfalz für Härtefälle seit gestern bekannt gegeben auf 40% erhöht wurden. Wichtig ist, dass Bund und Länder im Bevölkerungsschutz an einem Strang ziehen. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass diese Regierung zusammen mit den Ländern ein Schutzsystem für Notlagen entwickeln wird. Ein großer Dank geht an die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehren, THW, DRK, Malteser, die Bundeswehr und viele weitere, die in der Flutnacht und darüber hinaus im Einsatz waren. Mit wachsender Anzahl, aber auch Intensität von Naturkatastrophen, auch bei uns in Deutschland, dürfen wir beim Katastrophenschutz, dem Bevölkerungsschutz und der Entwicklung und Verbesserung von Frühwarnsystemen nicht nachlässig werden. Denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, Extremwetterereignisse werden in Zukunft wahrscheinlicher. Wir werden sie nicht verhindern können. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass niemand mehr in Deutschland derart von einer Flut oder anderen Naturkatastrophen überrascht wird. Und genau das tun wir. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt die Abgeordnete Mechthilde Wittmann. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, ich pflege im Regelfall die Debattenbeiträge dieser Seite des Hauses einfach zu ignorieren. Sehr gut. Aber das, was ich vorher gehört habe, erschüttert mich und ich schäme mich, dass ein Mitglied dieses Hauses in diesen Stunden solche Worte angesichts der Katastrophe findet.
möchte mich ausdrücklich bedanken, dass zu weiten Teilen der Debatten sogar drei Kabinettsmitglieder hier anwesend sind. Jetzt wieder, entschuldigen Sie, Frau Lemke, ich hatte Ihr Wiederkommen noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird einfach der Sache gerecht. Es wird den Menschen im Ahrtal gerecht. Sie sehen, dass wir sie nicht nur nicht vergessen haben, sondern dass wir uns die Zeit, und zwar nicht irgendwann in der Nacht, sondern mitten am Tag für sie nehmen, neben all den Maßnahmen, die getroffen werden, seitens des Bundes und auch seitens der Länder. Und ich glaube, das ist gut so. Und es ist ein gutes Zeichen ins Ahrtal hinein. Meine Damen und Herren, die Katastrophe, die sich im Juli vergangenen Jahres abgespielt hat, die mich genauso fassungslos immer noch erschüttert lässt wie Sie alle, mit einigen wenigen anscheinend, die haben wir einer besonderen Wetterlage zu verdanken, die haben wir einer besonderen Topografie zu verdanken, aber sie war auch nicht ganz neu. Es gab ein ganz ähnlich gestaltetes Hochwasser mehrfach bereits im Ahrtal und annähernd genauso katastrophal im Jahre 1804, Juli 1804. Der Unterschied ist, heute haben wir mehr Wasser in der Atmosphäre durch eine Klimaerwärmung, die wir auch alle festgestellt haben. Und heute haben wir mehr Versiegelung der Böden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und ganz angemessen, dass wir uns darüber unterhalten, im Nachgang dazu, wie wir Lehren daraus ziehen können und diese notfalls auch durchziehen müssen. Lassen Sie mich eine kurze Anleihe nehmen an das Iller-Hochwasser 1999 aus meiner Heimat. Ähnliche Topografie. Alplagen, wo wir aus den Hochalpen starkes Schmelzwasser haben, zu mit blockierten Tiefdrucklagen, sodass es zum entsprechenden Abregnen kam. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, waren so effizient, dass wir seither außer kleinen Murenabgängen nur wenig Probleme dort haben. Wir haben Hochwasserverbauungen dort initiiert. Es gibt keine Bebauung mehr in Überschwemmungsgebieten. Es gibt entsprechende Rückhaltebecken. Und genau dieses muss die Politik überall durchziehen und nicht nur da, wo wir dank einer nicht vorhandenen Koalition zu diesen Zeiten einfach regieren und handeln konnten. Dieses Handeln ist jetzt gefragt. Und meine Damen und Herren, für mich wäre ganz, ganz wichtig, dass wir dieses gemeinsam tun, Frau Faeser. Und Sie haben bereits die Stützungsmaßnahmen des Bundes erwähnt, die im Übrigen noch von der alten Regierung, aber da waren Sie mit Ihrer Partei dabei. Die Amnesie betrifft Sie zwar manchmal, aber ich will Sie Ihnen ausdrücklich hiermit anerkennen, mit dabei waren. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht, und das haben Sie leider getan, von Versäumnissen im Bevölkerungsschutz sprechen. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren wurde beispielsweise beim THW der Haushalt verdoppelt unter Unionsregierung unter anderem. Und dieses ist auch gut so, und so machen wir auch weiter. Und wir waren uns beim Haushalt des Innenministeriums ganz weitgehend einig, dass wir auf dem Weg weitergehen, dass wir weiter erneuern können. Und wenn wir von Versäumnissen, wirklich Versäumnissen im Bevölkerungsschutz in den letzten Jahren jetzt hören, dann finde ich das nicht angemessen dieser Lage. Aber dann muss ich halt auch mal welche ansprechen. Der Staatssekretär, der für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zuständig ist im Innenministerium, ist seit einem halben Jahr unbesetzt. Wir würden ihn aber dringend brauchen. Zum einen, um den Weg weiterzugehen. Im Übrigen wäre er auch für Migration zuständig. Auch dazu haben wir ausreichend zu tun. Und meine Damen und Herren, wenn wir von Versäumnissen ausgehen, dann muss ich Ihnen halt auch sagen, so und so vieles findet in den Ländern statt. Das bayerische Beispiel habe ich Ihnen gebracht. In Rheinland-Pfalz reagiert seit 1991 rot abwechselnd mit grün und gelb, also in Summe eine Ampel. Und einige prominente Namen darf ich Ihnen dazu nennen. Sie heißen, einen Namen erspare ich Ihnen, da habe ich einfach auch ein bisschen Mitleid, sondern aber sie heißen auch Wissing und Lemke. Und dann zeigen Sie nicht mit dem Finger woanders hin. Sie sind dort seit langem genug dabei, regieren zu können. Und Sie sollten dieses dann auch entsprechend tun und umsetzen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und wenn Sie sagen, es gab Versäumnisse, dann sage ich Ihnen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde einstmals von der SPD abgeschafft und musste wieder neu aufgebaut werden. Und der Warntag hat uns gezeigt, dass die Führung dort, ebenfalls ein SPD-Kollege, einfach nicht gut waren. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, so zu geben. Ich bedauere zutiefst, dass Sie unserem 10-Punkte-Plan von gestern nicht zugestimmt haben. Es war eben angemessen, einen vorzulegen, und er war auch inhaltlich gut. Denn wir haben genau das, was Sie alle bemängeln, vorgeschlagen, nämlich unter anderem eine zivile Reserve mit einer Grundausbildung, die wir der Bevölkerung zur Verfügung stellen, mit einer entsprechenden Vernetzung der jeweiligen Katastrophen- und Hilfsdienste, aber zum Beispiel auch mit einer Aufnahme eines Registers. So könnten sich zum Beispiel
ehrenamtlich registrieren lassen? In welchem Umfeld können Sie mit welcher Befähigung und mit welchem Gerät gegebenenfalls kurzfristig helfen? Wenn wir das haben, dann weiß jeder, der nicht weiß, dass es jetzt gerade schon eigentlich notwendig wäre, wo kann ich wen abrufen? Die einen sind es für Suppe kochen und die anderen sind es für das schwere Gerät. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, wir haben sie gestern erwähnt, und ich möchte genau wie Sie allen Ehrenamtlichen danken, aber allen auch denjenigen, die sich auch in den Städten und Gemeinden, den Verwaltungsbeamten etc. weit über ihre Arbeitszeit hinaus einsetzen. Lassen Sie uns denen dieses vergelten, so wie wir das in vielen anderen schon können. Das Ehrenamt gehört weiter unterstützt, und ich glaube, das machen wir gemeinsam. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Harald Ebner. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, vor ziemlich genau 6 Jahren habe ich hier in diesem Pult zur Flutkatastrophe in Braunsbach bei Schwäbisch Hall in meinem Wahlkreis gesprochen. Die Bilder damals waren erschreckend, und viele hätten nicht gedacht, dass nur 5 Jahre später das alles beispiellos und um ein derart Vielfaches übertroffen werden könnte, wie es vor einem Jahr im Ahrtal geschehen ist. Das Leid der Betroffenen und der Angehörigen der Todesopfer ist unermesslich. Heute müssen wir nicht nur dem Leid und den milliardenschweren Schäden ins Auge schauen, sondern auch der Tatsache, dass Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit solcher Extremwetterereignisse zunehmen und dann zur Katastrophe werden, wenn sie wie im Ahrtal auf geografische Besonderheiten, wassergesättigte Böden und unmittelbare Bebauung in Flussnähe treffen. Es ist gut, dass wir heute den Katastrophenschutz auf den Prüfstand stellen und stärken. Prognosemodelle, Katastrophenmanagement und Hilfe sind unerlässlich. Aber wir dürfen nicht weiter uns davor drücken vor einer ehrlichen Analyse. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie sorgen wir künftig nicht nur für Katastrophen, für den Katastrophenfall vor, sondern wie entschärfen wir bereits deren Entstehung? Mehr Klimaschutz, mehr erneuerbare Energien sind dazu zwingend, und das haben wir vorhin endlich beschlossen und auf den Weg gebracht. Dafür ganz herzlichen Dank. Aber wir müssen auch Klimaanpassung jetzt umsetzen. Wie muss Landnutzung unter veränderten Klimabedingungen aussehen? Wie müssen Böden, Vegetation und Wälder beschaffen sein, um möglichst viel Wasser möglichst lange speichern zu können? Die wissenschaftlichen Empfehlungen liegen auf dem Tisch. Mehr Raum für Flüsse durch angepasste Landnutzungen, Schaffung von Überschwemmungsflächen, Hochwasser und klimaresilientes Bauen, mehr Grün und Blau als Grau in der Stadt, eine Schwammstadt, die Folgen der Klimakrise durch Wasserspeicherung abmildern kann. Eine Win-Win-Situation für Klimaschutz und Klimavorsorge. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, Wasser ist Quelle allen Lebens auf diesem wunderbaren Planeten, aber oft auch Ursache für Leid, unermessliches Leid, weil es oft entweder zu wenig oder zu viel davon gibt. Und wir müssen beides in den Blick nehmen. Beides wird verschärft durch die Klimakrise. Das heißt, zusätzlich zu den Klimaschutzbemühungen brauchen wir neben einer Klimaanpassungsstrategie für dieses Land auch eine nationale Wasserstrategie. Und zwar um 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sowohl Wassermangel als auch Wasserüberschuss auf der anderen Seite mit den gleichen Maßnahmen zu entschärfen. Dazu müssen wir endlich aufhören, gegen biologische Prozesse zu arbeiten, die sich in Abermillionen Jahren an den Umgang mit Wasser angepasst haben. Warum nutzen wir nicht endlich das biologische Potenzial, Wasser zu speichern und langsam wieder abzugeben? Lassen Sie uns nicht nur in Beton und Stahl denken, den wir selbstverständlich auch brauchen, wo es nicht anders geht. Aber das darf nicht unsere alleinige Antwort sein. Wenn wir es nicht schaffen, in Böden, Vegetation und Landschaften die biologischen Potenziale zur Wasseraufnahme zu nutzen, bauen wir uns zu Tode, ohne am Ende erfolgreich zu sein. Dafür haben wir den natürlichen Klimaschutz auf den Weg gebracht
der zum Beispiel mit der Renaturierung von Mooren und Gewässersystemen hier den richtigen Weg einschlägt. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, sind die 4 Milliarden Euro, die die Bundesregierung für den natürlichen Klimaschutz zur Verfügung stellt, gut investiertes Geld. Wir müssen all diese Dinge jetzt anpacken. Wir dürfen die Menschen in diesen Regionen nicht vergessen, und wir müssen den Wiederaufbau intensiv begleiten. Dabei müssen wir aber die Gefahr immer mitdenken. In die Gefahr hineinzubauen, ist schlicht nicht vernünftig. Und zum vorsorgenden Katastrophenschutz gehört zwingend auch die Katastrophenvorbeugung. Und die muss Klimaanpassungsstrategien in Landbau, Landnutzung, Landschaftsgestaltung, Städtebau und Wasserhaushalt umfassend mit einbeziehen. Nur dann kommen wir unserer Verantwortung für die Menschen in diesem Land wirklich nach. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zum Abschluss dieser Debatte erhält Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor allen Dingen auch aus den vielen betroffenen Landkreisen und Städten in den vielen Ländern, die die Hochwasserkatastrophe am 14. und am 15. Juli des vergangenen Jahres noch in den Knochen haben, die diese Debatte verfolgen. Jeder von uns kann den Tag einordnen, was er oder sie getan hat. Kolleginnen und Kollegen haben dies gemacht. Und es sind eindrückliche Schilderungen gewesen. Und ich war am 14. Juli im Rahmen meiner Aufgaben als damals zuständiger Berichterstatter für den Zivil- und Katastrophenschutz bei der Bundesleitung des BBK beim Technischen Hilfswerk in Bonn. Ich werde nie den Regen vergessen, der da auf uns niederprasselte, und jeder von uns, der in der Region lebt. Und ich lebe im Rhein-Sieg-Kreis, im Nachbarkreis zum Rhein-Erft-Kreis. Herr Seifert hat es angesprochen, aber in der direkten Nachbarschaft zur Ahr. Niemand von uns wird vergessen, dass das eine außergewöhnliche Lage war. Und wir waren mit dieser Lage konfrontiert, und wir ahnten im Verlaufe des Tages, das ist eine außergewöhnliche Lage. Und meine Damen und Herren, wir haben uns als Parlament hier verständigt, gemeinsam auf eine vereinbarte Debatte, weil es nicht gelingen kann, jetzt die einzelnen Verantwortungsteile in einem föderalen Staat auf die eine Seite zu schieben und sich selber aus der Verantwortung herauszunehmen. Und in weiten Teilen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es gelungen. Doch was bringt es, an einzelnen Stellen die Auszahlungsprogramme eines einzelnen Landes zu kritisieren? Und ich glaube, es gehört auch zur guten Ordnung halber dazu, zu begrüßen, dass das Land Rheinland-Pfalz dauerhaft in der Debatte hier vertreten war. Und ich hätte auch die Bundesratsbank an der Stelle gesehen, denn es ist eine gemeinsame Lage in diesem Land. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verzichte ich darauf, auf einzelne Punkte, die in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen nicht gelungen sind oder nicht so gut waren, wie man sich das als Opposition, und das ist die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen, gedacht hat. Es wäre zu einfach und zu billig, über einzelne Kabinettsabwesenheiten zu sprechen oder nicht ausgezahlte Gelder. Weil es keinen Mensch in diesem Land etwas bringt und etwas voranbringt, wenn wir uns selbst aus der Verantwortung herausnehmen. Und das ist etwas, was uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, über alle föderalen Ebenen gemeinsam bewegen muss. Weil was bringt der Appell, immer wieder zu sagen, beim nächsten Mal machen wir es anders, beim nächsten Mal machen wir es besser und tun es dann doch wieder nicht in diesem föderalen Staat? Und es wird auch alleine nicht daran liegen und gelingen können, immer nur über das zu sprechen, was nicht gelungen ist. Weil in einer Krise und einer Katastrophe muss man sich auch an das halten, was uns stark gemacht hat und zusammengehalten hat. Und deswegen, liebe Mitbürger und Mitbürger, die Helferinnen und Helfer sind, niemand ist damit getan und geholfen, wenn wir in der Krise uns auseinanderdividieren und auseinandertreiben, wie es unverantwortliche Hetzer und Spalter hier auch heute wieder versucht haben. Weil in der Krise halten wir zusammen und haken uns unter. Und lassen Sie uns doch aus dieser Debatte eines verabreden. Die Katastrophe darf nicht zum Normalfall werden, aber wir müssen damit leben, dass in unserer durchtechnologisierten Welt, in unserem engen Miteinander Katastrophen stattfinden können. Die Digitalisierung und die Technik werden uns davor nicht bewahren und nicht retten.
Aber es darf kein negativer Gewöhnungseffekt entstehen, weil wir wissen, es wird ein Jahrzehnt an der A wieder aufgebaut. Und wir müssen auch im Jahr 2 und im Jahr 3 und im Jahr 4 danach hinschauen. Und jedem Einzelnen der Opfer und der vielen Helferinnen und Helfer, die in Verantwortung auch verletzt worden sind oder ums Leben gekommen sind, wir es schuldig, es besser und anders zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man eine zweite Gewöhnung an der Katastrophe auch vermeiden. Wir brauchen eine gemeinsame Verabredung, was die Finanzmittel angeht. Das ist der Standard in einem Parlament. Aber es ist auch die gemeinsame Verabredung, dass wir uns besser vorbereiten. Es ist etwas zum Klima gesagt worden. Mit der Katastrophe leben, lernen bedeutet aber auch, sie nicht hinzunehmen. Und dort müssen wir bessere Vorsorge machen. Und es kann auch nicht sein, dass wir wenige Tage vor dem A-Hochwasser und dem 14. und 15. Juli übereinstimmend der Auffassung waren, gut, dass der Warntag abgesagt worden ist. Und genau das ist 2021 passiert. Wir müssen warnen können, wir müssen sensibilisieren können, wir müssen jede und jede unserer Mitbürgerinnen in die Lage versetzen, auch sich damit auseinanderzusetzen in einem demokratischen Rechtsstaat, dass Vorsorge uns alle angeht. Das ist etwas, was ich als Lehre aus diesem Jahr der Katastrophe mitnehme, aus dieser Debatte. Und ich finde, über weite Teile haben viele Teile der demokratischen Fraktionen das getan. Und das ist ein guter Punkt aufzusetzen. Und wir haben im Innenausschuss dazu eine sehr beeindruckende Anhörung Anfang dieser Woche gemacht. Und herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen, als jemand, der in einem der schwerst betroffenen Kreise lebt. Danke. Ich schließe die vereinbarte Debatte ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Und da ich mir vorstellen kann, dass jetzt einige die Plätze wechseln, bitte ich um Schnelligkeit. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen weitermachen.